Hallihallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Promotion-Video von mir. Heute geht es um Robins alias Creepercraft Cities, RMS Lusitania, dem Schwesternschiff seiner bereits erschienenen Mauritania. Das Video, muss ich sagen, kommt auch etwas verspätet, aber ja, wir haben halt hier immer viel zu tun und von daher... Gut, lassen wir uns davon aber auch überhaupt nicht beirren. Ich suche gleich mal Robin auf und habe ihn nämlich mal gebeten, uns auch hier rüber zu führen und sich auf die... wichtigsten Sachen mal zu beschränken, die das Schiff von dem Mauritania unterscheiden, beziehungsweise das Schiff einfach ausmachen. Ja, aber ich habe damals schon gesagt, Lusitania war ein bisschen, in Sachen Detail schöner und, abgespeckt, voll. Abgespeckt, ne? Also, die Brücke, also, das Einzige hier, die Brücke, er kennt die, glaube ich, muss ich nicht viel zu sagen, ist halt anders. Okay, gut. Wer nicht weiß, was der Unterschied zwischen dem Brückenaufbau, also der Brückenfront von der Lusitania ist und dem, der Mauritania, der sollte einfach mal vergleichen. Ja. Das ist interessant. Folgen wir mir weiter. Also, ja. Wir gehen erstmal zum zentralen Treppenhause. Ja, hier übrigens die ganz großen Lüftungsschächte sind weg, es sind hier nur noch solche. Also die Trompeten sind weg, Klappies. Dafür haben wir jetzt so Klappdinger. Und die, also das ist ja alles Dunkelholz und nicht mehr aus Quarz. Jo. So, ich will immer vorne reingehen, weil ich das von der Titanic gewöhnt bin, aber wir müssen hier in die Mitte reingehen. So, also hier sind wir im Treppenhaus. Der Unterschied ist halt, wie ihr erkennen könnt, es ist alles weiß, komplett alles. Kein Gold, kein Nichts. Obwohl hier war ein bisschen Gold drum, aber auch nur ein bisschen, kann ich vielleicht irgendwann anders hinzufügen. Aber sonst war alles weiß. Alles. Alles. Okay, folgen wir mal. Alles, Robin. Es war alles weiß. Hier also, ist, ja. Ja, hier ist der Reading Writing Room halt. Der war bei der Mauritania auch. Sogar, der bei Mauritania war da vergoldet und... holzig. Und hier ist halt so Quarz und blaue Tapete und pinker Boden. Und ja. Was kann man hierzu sagen? Der ist halt ein bisschen. Der sieht offener aus, ist nicht so gedrängt. Ist auch vielleicht ein bisschen heller. Zum ja. Schreiben ist das, glaube ich, besser, weil. Ist bessere Stimmung, aber. Naja, ja, bessere Stimmung, gut. Ja, ach, der Teppich ist übrigens da. Ja, wer sich halt wundert, ne, wie ein Cunard da so aussehen kann. Ich war auf der Queen Mary 2 unterwegs und da fühlt man sich ähnlich, ja? Setz dich rein, warte bis du ankommst und halt dein Maul. Das ist das Motto von Cunard. Und deswegen also muss ich Robin auch recht geben, Goldverzierungen, also ich weiß nicht, wo ich das mal gesehen habe, aber Goldverzierungen sind absoluter Nonsens in diesem Treppenhaus. Also auch von Bildern her kann man da immer wieder das zurückleiten, dass da nur Quarz, oder zumindest nur weiß war. Weißes Holz war es ja, denke ich, ne? Ja, ich glaube, kein Quarz, aber ich, kann man so halt besser darstellen. Ja, ne? Eigentlich hatte kein Cunard da richtig Gold. Weiß allein hatte Gold, aber Cunard hatte kein Gold. Gold ist und ja auch ein unnützer Ballast, ja, ist ja Gewicht. Ja, Gold ist cool. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier in der Lounge oder im Music Room. Ist auch anders, weil bei der Mauritania gab es hier so eine runde Kugel und hier ist halt, wie ihr schon erkennen könnt, aus Buntglas hier wunderschön diese wunderschöne große Kuppel. Ja. Übrigens ist das Glas, soll es Jahreszeiten darstellen. Also es ist in 12 Jahreszeiten von der Farbgebung her angepasst. So. Moment, warte. 12 Jahreszeiten gibt es erstmal, es gibt 4, es gibt auch 12 Monate. Jedes Fenster steht für einen Monat, nicht wahr? Ja. Leute, ich mache jetzt mal folgende Kameraeinstellung. Ich denke, man müsst jetzt alles sehen. Ihr könnt jetzt auf Pause drücken und mal raten, was welcher Monat ist. Ja, viel nein. Spaß. Gut, also hier kannst du noch erkennen, bei der Mauritania war er komplett glatt und hier sind halt noch diese Verzierungen. Ja. Da, das war diese Verzierungen. Das waren immer solche Kränze, solche wie Rosenkränze um die Lampen herum und hier. Das gab's bei der Mauritania nicht. Gut. Ja, weiter geht's. Und hier sind wir schon im Smoke Room. Gold! Ja, aber egal, auf jeden Fall waren hier solche wie. Also das, die Glaskuppel hier ist neu. Also bei der Mauritania, und ich weiß wirklich nicht, wie es bei der Mauritania. Doch, bei der Mauritania war hier ein Kamin und hier in der Mitte so ein Durchgang. Ja. Und zwar halt alles hier höher, aber hier ist halt so ein kleines Nebenraucherzimmerchen. Ich finde das irgendwie voll schön, das sieht aus wie ein Museum hier. Und dann geht man in den Hauptraucher-Salon. Ach, übrigens halt, wie schon gesagt, alle diese. Sachen hier gab es auf der Mauritania nicht, also wenn ihr solche überstehenden gemeißelten Quarzblöcke seht, das ist nur auf der Lusitania vertreten. Hier sind auch so eine Glaskuppel, die Farben da am Glas ist willkürlich, vor allem den Raum angepasst und... Ein Hirschgeweih. Ja, nee, es war kein Hirschgeweih, da oben war so eine Fratze drauf, das war so ein, ich glaube,
Sieht aus wie Poseidon, glaube ich, aus dem Gedächtnis raus, weiß ich nicht mehr. Poseidon, okay. Weiß nicht, sah so aus, so ein bärtiger alter Mann. Hier sind wir im Veranda-Café, ja, wunderschön, toll. Bei der Mauretaner war das hier weiß, hier ist es Holz. Es kam mir irgendwie so vor, glaube ich, als wir bei den Werfen das vertauscht wären, als wäre die Sachen, die auf der Mauretaner aus Holz waren, hier aus hell waren und ich mach mal kurz, Ja, also als ob man dieses Veranda-Café zum Beispiel eigentlich auf der Mauretania einbauen wollte, es aber irgendwie vermasselt hat und das aus Versehen auf der Lusitania gelandet ist und das von der Lusitania ist auf der Mauretania gelandet. Ja, so ist das. Ja, es ist irgendwie schon ein bisschen komisch, ne? Hier ist plötzlich das Veranda-Café wieder relativ schön, was heißt also relativ ist schon mit ganz, ganz starken Ausrufezeichen, ne? Also relativ schön. Cuna hat irgendwie solche Verandas, gab's auch auf der Berengar. Ich mag Verandas nicht. In Harry gibt es ein Veranda, auch so eine Art Veranda-Café, das Sportwalk-Café nämlich. Ich liebe das ja. Hier sind wir in der Second Class Lounge. Ja. Ich muss dazu sagen, ich glaube, die ist ein bisschen aufs Geh geraten. Aber sie sieht einfach da, weil das Heck halt zuläuft und Heck sind immer böse. Merkt euch das. Und ja, bei der Mauretania war das lila und hier ist es grün und hier ist es auch ein bisschen anders designt, wie man erkennen kann, ja. Hier sind wir auch im Treppenhaus der zweiten Klasse, fast so wie die erste, nur ein bisschen abgespeckter. Reading and Writing Room, hier, ich weiß gerade nicht, wie es bei der Mauret... Das sollen die Leute selber wissen. Ja, das sollen sie selber. Dann müssen sie dann die beiden Schiffe herunterladen und die beide besuchen. Punkt. Ja, lass das die Leute mal selbst rausfinden. Das zweite Kasse Smoke Group. Ich mag übrigens die Farbkombination. Dieses Blau haben die super gewählt. Das ist irgendwie so ein toller Kontrast. Ja, das sieht gut aus. Also das ist wirklich. Also in super. Default sieht es gut aus, weil du in Texture Pack bist. Ich bin eigentlich in Default nur halt hochauflösender. Also ich habe auch so Farben wie du. Ja, ich mag diese Häuschen hier hinten übrigens bei der, Die Häuschen? Das hat halt dieses Haus da, das so abstehen, so nach dem Motto, so, das Schiff ist zu kurz, klatschen wir das Heck noch dran, als hätten die das Heck hier noch dran gesetzt hier und das halt irgendwie so zweite Klasse noch drauf gemacht, keine Ahnung. Ja, diese beiden verschiedenen, ja, das ist, na gut, was sich der Schiffskonstrukteur dabei gedacht hat. So, alt. So, was besuchen wir als nächstes? Ah, BF 109. Wo sind sie? Ich bin hier drin. Hier hinten, der Eingang, hier hinten, hallo, hier. Da hinten drin, was machen wir denn da schon wieder? Wir gehen nach vorne, weil ich bin gerade auf dem anderen Deck weiter runtergegangen. Okay. Hier ist übrigens eine normale erste Klasse Kabine. Die BF, okay, eigentlich nur B109, aber habe ich gerade so natürlich gesehen. Okay, also Kabinen, ich denke, da wissen wir langsam, wie Kabinen aussehen. Die kann man auch fast nicht anders darstellen, also auf der Titanic und auf der Lusitania. Ich will nur ein Speed zeigen, hier ist zum Beispiel so eine holzige Suite, die ist... holzig, so einmal durchgerutscht, okay, fertig, mehr brauchen wir nicht zu sehen. Das ist auf dem alten Stil, das kann man daran erkennen, dass ich zum Beispiel bei Vertäfelungen, ich mache es ja normalerweise immer gerne, dass ich solche Türen, Doppeltüren mache, das hassen alle Leute, ja. Aber hier habe ich es noch nicht so gemacht und hier ist der Purser. Yeah. Das persische Büro. Ah, ja, gut. Purser's Office. Das ist Google Übersetzer hat manchmal einiges für uns auf Lager. Gibt es weiter nichts mehr, außer noch so eine komische zum Rausgucken. Keine Ahnung, wollen wir nicht mehr sehen. Moment. Ein Deck weiter. Ja, egal. Ja, ein Deck weiter runter, die Klasse kommt später oder so. Keine Ahnung, ein Deck weiter runter. Das Treppenhaus nicht echt, wenn das Schiff singt. Es ist so nervig, da immer rumzulaufen. Das ist schlimm. Hier sind wir jetzt in diesem Bereich, ja. Im oberen Dining Room, der ist nicht so schön wie der untere, das kann man vielleicht erkennen. Ja, ist halt Standard. Ist halt so, nach dem Motto so, ja, hier noch ein bisschen mehr Platz und so. Und gehen wir mal hier runter und hier auf einmal so, goll. Ja, ne, ich meine, das ist klar hier, ne. Seit dem Nachhinein jetzt auf irgendwie, entweder bin ich blöd oder hat der Raum keine Ceiling gehabt und ich hab halt so... Keine Ahnung, muss ich mal nachher. Wie fällt die so? Die Ceiling ist nicht hier oder gab es keine Ceiling? Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Egal, folgen Sie mir bitte. Das war es übrigens auch mit der ersten Klasse und sind nur Kabinen, könnt ihr euch selber anschauen. Ich bin gerade im Kreis gelaufen, ich weiß, folgt mir einfach. Ja, dieser Speisesaal war eigentlich jetzt wieder ein Beweis dafür, dass die Titanic relativ.
abgespeckt war, was den Speisesaal betrifft. Also für jeden, der ständig rumposaunt, die Titanic und das schönste Schiff aller Zeit und sowas. Der Speisesaal war absolut rückschrittlich. Die Deutschen hatten größere Speisesäle, sie Karsewurm de Grosse. Dann Cunard hatte mit Mauritania, Lusitania größere Speisesäle. Das heißt größer. Halt höher auch, ne, mit Kuppeln und allem drin. So meinst du das, und ja. Die Titanic und Olympic und sowas, die hatten den Speisesaal nur ein Deck hoch. Also das war irgendwie, keine Ahnung. Wer hat denn das erfunden? Carlyle. Also hier ist die zweite Klasse, ja. Staircase mit diesen, zum Runtergucken und so. Ja, springen wir runter, wir müssen uns beeilen. Ja, okay, ja. Hier runter, das ist Bayer halt. Ihr wisst, was welche Farbe das höchstwahrscheinlich auf der Mauritania war. Genau, Holz, ja, dunkles Holz, habt ihr gut erkannt, ja. Boden war auch dementsprechend rot kontrastig, jetzt ist halt blau und so und ja. Ist halt was für die ganz klaren Farben. Entschuldigung, das hat sich gerade so falsch angehört. Und die Mauritania ist wahrscheinlich viel. Nee, lassen wir das. Nein, ich meine für diejenigen, die klare Farben lieben oder kalte Farben. Und die Mauritania ist mehr Wärme. Also kalt und warm. Ich denke, das hat auch einen Grund. Ich denke, es ist. Keine Ahnung, wo du jetzt schon wieder bist. Ich glaube, der Grund ist einfach da, dass bei Schwesterschiffen normalerweise immer gleich. Die sehen nie gleich aus, Schwesternschiffe, aber von Farbkontrast her. Die wollten einfach mal so, dass die Leute mit den beiden Schiffen fahren. Zum Beispiel so, ja, fahre ich zum Beispiel nach New York jetzt mit einem weißen Schiff und zurück mit einem. Jetzt das gleiche Schiff, andere Farbe. Farbe ist so, farbig. Ja. Okay, wir werden uns noch ganz kurz dritte Klasse so ein bisschen was geben und Maschinenraum. Wir müssen uns wirklich beeilen, weil ich mag lange Videos ja nicht so wirklich, ne? Ist immer gut, wenn ein gutes Video, also ein richtig gutes Video hat guten Inhalt und ist aber auch nicht so lang. Also, da halt für die Ladies, da für die Männer, sehen gleich aus, einmal reingucken, okay. Hier ist Staircase, schön holzig, bla bla bla, wunderschön, ja, schöne Werbung hier. Hier ist, the third class dining room. Ja, ich habe ja genug gesehen. Ja, ich muss aber dazu sagen, ich finde es schöner. Also, der dritte Klasse Speisesaal war ja, ist ja Holz, also ich finde das schöner als die Titanic und so. Ja, also die Titanic ist in vielen, vielen verschiedenen, sagt man? Hä, wir sind unsichtbar. Die sind auch egal. Ja, egal. In vielen verschiedenen Bereichen ist die White Star Line mit Rückschritten unterwegs. Also Titanic ist nicht unbedingt das schönste Schiff, obwohl ich jetzt manchen vielleicht hier einen Schock in den Körper treibe, ja. Die Titanic ist sicherlich nicht das schönste Schiff aller Zeiten. Die Style-Kabinen und so, die Style-Suiten, die Robin da auch so kennt mit Modern Dutch und sowas, die sind ziemlich einzigartig. Ja, die gab's nur auf der Titanic, soweit ich weiß. Also die sind wirklich klasse, aber sonst der Rest ist absoluter Durchschnitt. Ich muss durchbauen. Ja, also von daher hat die Welt da nicht wirklich was verloren. Tut mir leid. Ja, wir müssen jetzt hier mal ein bisschen Dampf machen, ihr seht schon. Willkommen im Maschinenraum. Kesselraum, eher gesagt. Okay. Ja, Kesselraum. Nein, ihr will ja wohl wissen, wie ein Kesselraum aussieht. Da muss man jetzt nicht irgendwie. So, und hier sind diese einzigartigen. Es gab keine Kolbendampfmaschinen. Alle, die so mal hier fragen, wo sind die Maschinen? Das sind die Maschinen. Es sind Parsendampfmaschinen. Es gibt verschiedene. Es gibt Parsentyp-Dampfmaschinen, es gibt Kolbendampfmaschinen, es gibt Expansionsdampfmaschinen. Ihr müsst genau gucken, welche Dampfmaschinen ein Schiff hat, bevor ihr irgendwelche Aussagen trifft. Na? Hat ja auch nicht jedes Auto den gleichen Motor. Ja, und dann hieß hier halt so noch ein Trabi und Zeug, so ein Porsche, die unterscheiden sich auch schon. Ist auch noch so, ja, das war's. Der Imperator hat übrigens die gleichen. Ja, und da der Imperator von dieser komischen anderen Minecraft-Schiffsbauleuten, das habe ich vergessen, unwichtig. LPH Shipyard. Ja, Herr Spaß. Die haben das in Theorie, ich war zuerst da, ich hab das zuerst mal im Schiff drin gehabt, ja. Ja, diese Maschinen, die haben es halt auch. Ich hatte nur gesagt auch, Robin. Ja, ist mir egal, ich bin fertig. Lauf doch nicht wieder gleich grün an. Also, hallo, Gast. Was für ein Gast ist denn hier im Server unterwegs? Moment, ja, Leute. Hallo, Lame. Willkommen in meinem Video. Das hatte ich auch schon öfter mit Chris. Also jetzt kommen wieder das Trivialwissen bei Chronostarfs Videos zum Vorschein. War im Chemikus Let's Play, ich glaube Chemikus 1 Teil 4 oder 5. Wo Chris dann plötzlich dazugekommen ist und ich mit dem zusammen weitergemacht habe. Einmal frei. Das Video zu Ende. Wir haben noch viel zu tun. Ja, wir haben noch viel zu tun, von daher, also. Ja, was soll ich so groß sagen? Lade euch das Schiff runter, like das. Das hat auf jeden Fall Likes verdient, ist sehr schön. Ist momentan meiner Meinung nach die beste Lusitania, die es gibt in Minecraft. Was Besseres werdet ihr momentan nicht finden, außer es ist offscale. So. Von daher, viel Spaß auf dem Schiff, falls euch das hier gefallen hat. Guckt in die Videobeschreibung rein. Da werde ich Robins Release-Video verlinken. Über dieses Video kommt ihr auch zum Download-Link. Also, ihr kommt erstmal zu 1000 verschiedenen Seiten, dann kommt ihr zum Download.
Bis dahin, ne? Ciao. Jo, ciao.